Schlapp und hallo. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ich habe hier ein paar Perlen, denn wir machen heute einen Perlenstern aus 30 facettierten Perlen. So sieht das aus, wenn es fertig ist. Und das sind die Perlen. Diese habe ich mal bei Ideen mit Herz gekauft. Da haben wir zwei verschiedene Blautöne, lila, rot und grün. Ich mag das ganz gerne, wenn die zweifarbig sind. Das zeige ich euch auch, wie das zweifarbig geht. Ihr könnt dieselbe Technik anwenden und nur mit einer Farbe Perlen machen. Ihr könnt auch, was auch hübsch aussieht, ist mit so einem Perlmuttperlen. Oder wer es gar nicht farbig mag am Baum, sondern eher schlicht, nimmt dann transparent facettierte. Die von Ideen mit Herz, die ich jetzt verwende, sind 8 mm groß. Wenn ihr größere Perlen verwendet, müsst ihr natürlich die Länge des Nylonfadens verlängern. Für 8 mm sind das jetzt 1,50 m langen Nylonfaden braucht ihr. Ich benutze jetzt hier die Stärke 0,3, weil ihr müsst mehrmals durch die Perlen durch und das wird dann irgendwann zu eng. Auch wenn ihr bei denen hier zum Beispiel, guck mal, Kamera das einfängt. Jetzt. Also hier das Loch ist nicht wirklich groß. Vielleicht 1,5 mm, 2 höchstens. Und wenn ihr da mehrmals durch müsst, wird das schon ganz schön eng. So, dann legen wir auch schon los. Also ihr schneidet euch einen Nylonfaden ab, der 1,50 m lang ist. Muss ich mal den Anfang hier suchen, oder? Da. Nehmt euch dann eine Nadel, fädelt den Faden hier durch. Ja, weiter. Und macht euch hier hinten an den Enden einfach einen Knoten. So. Und die Nadel nehmt ihr hier vorne mittig. Also wenn ihr den Faden spannt, hier hinten festhaltet, muss die Nadel dann mittig sein. Und dann fädelt ihr die erste Perle auf. In meinem Fall jetzt hellblau. Geht bis zum Ende. Gucken, ob ich das jetzt irgendwie zeigen kann. Und geht hier hinten durch das Ende einmal durch. Könnt ihr es sehen? Geht da einmal durch und dann tut sich der Faden so um die erste Perle legen. Wie gesagt, es fällt nicht doll auf, weil der Nylonfaden ist transparent, er ist super dünn und zieht das ein bisschen fest. Dieses Ende hier, das werden wir gleich mit den nächsten Perlen verstecken. Und jetzt fädeln wir 11 weitere Perlen auf. Wenn ihr es einfarbig macht, jetzt einfach nur 11 weitere. Wenn ihr das zweifarbig macht, jetzt immer im Wechsel. Eine helle, eine dunkle. Eine helle, eine dunkle. Und das so lange, bis ihr 12 auf der Schnur habt. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt muss ich auch mal kurz gucken. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. So. Zählen wir nochmal durch. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jetzt haben wir 12 Stück, immer im Wechsel. Und jetzt tun wir das Ende mit einfädeln. Und zwar packt ihr euch das mit ran an den. So. Und schiebt die Perlen einfach jetzt da drüber. Dann guckt euch das Ende nicht mehr raus. So, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt haltet ihr das Ende mit den Perlen sehr stramm fest. Also es darf euch jetzt hier nicht runterhängen, sondern ihr müsst den schön stramm halten. Nehmt wieder eure Nadel in die andere Hand und geht jetzt, das ist ein bisschen fummelig, ein bisschen schwierig das festzuhalten, das jetzt auch an der Kamera zu zeigen, und geht durch die letzte Perle
einmal durch. Also vom Ende wirklich von außen durch die Perle, durch die letzte. Und zieht das einmal fest. So. Jetzt habt ihr schon den ersten Ring fertig. Aber damit das jetzt hier nicht so rumschlappert und euch immer wieder auseinander geht, nehmt ihr euren Ring, haltet den wieder gut fest, geht einmal mit dem Nylonfaden um euren Finger rum, am besten so über den Fingernagel, führt den einmal durch den inneren Perlenkreis, geht dann und holt euch die Schlaufe, also geht durch die Schlaufe durch, deswegen am Fingernagel, damit ihr euch nicht in die Fingerhaut piekt. Und macht hier, ich versuche es mal zu zeigen, dann macht hier oben einfach nur eine einfache Schlaufe um diesen Perlenring. Das ist einfach nur zur Fixierung, damit ihr jetzt das wieder hin. Oh, die Kamera ist gar nicht scharf, sehe ich gerade. Na, die will halt irgendwie nicht. Damit euch das jetzt nicht wieder aufrutscht. Das ist einfach nur, damit euch das hält. Wenn das jetzt ein bisschen locker ist, so wie bei mir jetzt hier. Das ist nicht schlimm. Dadurch, dass wir noch mehrmals durch diese Perlen überall durchgehen, wird das noch recht stabil. So, mein Faden ist jetzt hier. Die nächste ist hellblau. Ich möchte aber jetzt in der Spitze, also wie hier, mit dunkelblau enden. Das heißt, ich muss erstmal noch durch eine durch. Also durch die nächste, durch die hellblaue. Damit wir bei einer dunkelblauen Perle starten. So, jetzt kommt mein Faden hier raus. Und jetzt kann ich zwei hellblaue und nachher an der Spitze ist dann wieder dunkelblau. Das könnt ihr auch andersrum machen, wenn ihr sagt, okay, mein Faden startet wirklich hier raus. Dann würdet ihr jetzt dunkelblau wählen und dann ist eure Spitze hellblau. Oder in der Farbe eurer Wahl. So, jetzt geht's weiter. Jetzt nehmt ihr zwei hellblaue. Macht die hier drauf. Überspringt die blaue Perle und geht einmal durch die nächste hellblaue Perle. Zum Strammziehen würde ich euch empfehlen, das immer auf dem Tisch zu tun, also so hinlegen. Ich zoome euch mal ein bisschen ran. Vielleicht geht das dann besser. So. Jetzt legt euch das so hin, packt die Hand drauf und zieht den Nylonfaden einmal ein bisschen fest. Wie gesagt, es rutscht bei den ersten noch ein bisschen, aber das macht nichts. So, wir sind an der nächsten blauen Perle angelangt. Der Faden kommt wieder zwischen der hellblauen und der blauen raus. Und wir fädeln wieder zwei hellblaue Perlen auf. Insgesamt braucht ihr für den Stern 30 Perlen. Die nächsten. Ich zeige es noch mal ein bisschen näher. Also nehmt euch zwei hellblaue Perlen, nehmt die auf, packt die drauf, überspringt, der Faden kommt da raus, überspringt die blaue Perle und geht durch die nächste hellblaue Perle wieder durch. Dann nicht vergessen, bei jedem Durchfummeln einmal festziehen. So, der zwei, überspringen die dunkelblaue und gehen durch die hellblaue Perle. Manche machen das auch mit Draht. Könnt ihr mal versuchen, mein Ding war es nicht, deswegen habe ich mich für diesen Nylonfaden entschieden. Und ich nehme ihn auch doppelt, falls der doch mal irgendwie mit der Zeit reißen sollte, hat man immer noch einen zweiten da drin. Das einzige Doofe ist, da der Faden hier von der Rolle kommt, der wälzt sich immer so doof dahin. Da muss man mal ganz schön aufpassen, dass man nicht irgendwie den doppelt nimmt. So, und die letzten zwei. Ich zeig's nochmal. Bei den letzten beiden
gehen wir auch wieder durch diese hellblaue Perle. Erstmal nur durch diese. Da gehen wir jetzt durch. Wenn es da schon ein bisschen stramm geht, ist ganz normal, weil da ist ja euer Ansatzknoten. Na, das ist hier aber verknorkelt. So, jetzt. So. Euer Faden kommt jetzt da mitten irgendwo raus. Ich zeig's mal. Der kommt jetzt hier aus dieser Perle raus. Wir müssen aber hier oben rauskommen. Also gehen wir nochmal hier oben durch die Perle, damit der Faden da rauskommt. So. Auch wieder ein bisschen stramm ziehen. So, und jetzt endlich mit einer dunkelblauen Perle. Und zwar wie folgt. Ihr fädelt eine blaue Perle auf. So. Und dann geht ihr durch diese blaue, dann durch diese und dann durch diese. Dass ihr wieder hier oben an der Spitze, an der rechten Kugel rauskommt. Perle, wie auch immer. Also macht das ruhig nacheinander, weil ihr werdet nicht um die Kurve mit einmal mit der Nadel durchkommen. Also erst durch diese eine. Dann hier unten durch die zweite. Da. Immer dabei schön stramm ziehen. Und jetzt hier oben nochmal durch die dritte. Und jetzt sieht man erstens den Faden nicht mehr, weil wir haben ja die blaue Perle aufgefädelt und sind dann durch diese drei hellblauen zur nächsten Spitze gewandert. Und jetzt nehmen wir den dritten, für die zweite Spitze die Perle auf, wieder dunkelblau und gehen erst durch die eine, durch die zweite und zu die dritte. Und das macht ihr dann reihum. Ich versuche es auch immer irgendwie in die Kamera zu halten. Gar nicht so einfach. So. Ihr könnt es auch stramm ziehen, wenn ihr durch alle drei Perlen hier durch seid. Zieht das wieder schön stramm. Durch die letzte. Und da kommen wir auch schon zu der letzten Spitze. Da gehen wir erstmal durch die erste durch und dann nur noch durch die zweite hier unten. Und die ist wieder ein bisschen strammer, weil da ist euer Knoten. Da muss ich jetzt selber mal an der Kamera vorbeischmulen. So, jetzt kommt euer Faden hier in der Mitte raus und jetzt macht ihr wie am Anfang wieder eine
Schlaufe durch den ganzen Perlenring durch. So. Und zieht das Ganze einmal fest. So, und fertig ist der Perlenring, Perlenstern. Schneidet jetzt hier oben die Nadel wieder raus. Und macht an dem Ende einfach einen kleinen Knoten. So, das sind jetzt noch gut 15 cm. Das heißt, genug Platz. Also eine schöne Größe. Ich zoome mal wieder ein bisschen weg. Eine schöne Größe, um den sauber um den Ast am Weihnachtsbaum zu bekommen. Ja, und das ist der Perlenstern. Wie gesagt, er wird immer ein bisschen flexibel bleiben, dadurch, dass das ein Nylonfaden ist. Aber wie gesagt, man rennt ja auch nicht permanent an den Baum. Wenn er dann irgendwann mal eine Form angenommen hat, so Platz, oder man biegt sich den so ein bisschen, dass er noch so ein bisschen schiefer aussieht oder so, dann passiert da auch nicht viel. Wie gesagt, wer das steifer haben möchte, der muss das mit dem Draht machen. Ich mag das nicht, deswegen eine Variante mit dem, dem Nylonfaden. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Viel Spaß beim Nachmachen und bis dahin.